Es weihnachtet sehr im Sana-Hanse-Klinikum in Wismar. Dort wurden am 18. Dezember 124 Geschenke für die Kinderklinik übergeben. Organisiert und durchgeführt wurde die Sammelaktion vom FC Schönberg 95. Gemeinsam mit verschiedenen Unternehmen aus der Region Schönberg sammelten sie die Geschenke. Also ich freue mich zum einen, dass ich das Erbe antreten durfte von Jens Kantorzig, der das davor die 10 Jahre gemacht hat und dass er so viel Vertrauen in mich gesetzt hat. Und mir ist es schon immer ein Anliegen gewesen, sozial aktiv zu sein. Und es ist schade natürlich, dass wir wegen Corona nicht in die leuchtenden Augen gucken können, aber ich stelle es mir einfach vor. Die Auswahl an Geschenken war vielfältig. Süßigkeiten, Bücher, Spielzeug, Kuscheltiere und selbstgestrickte Socken. Die Station freut sich, dass die Kinder trotz Krankenhausaufenthalt eine besinnliche Weihnachtszeit haben. Ja, das ist für uns natürlich total schön und auch toll und für die Kinder ja eigentlich was sehr Schönes, dass auch an Weihnachten sie hier bei uns ein Geschenk bekommen können oder vielleicht auch jetzt schon in der Vorweihnachtszeit, wenn so kurz vor Weihnachten man ins Krankenhaus muss, ist ja doch nicht so ganz schön, aber so können wir ihnen natürlich trotzdem eine Freude machen und Weihnachten ist immer noch da. Am Heiligabend werden die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Weihnachtsgeschenke öffnen. Bereits für das nächste Jahr haben sich schon viele Unternehmen beim FC Schönberg 95 angemeldet, um bei der Geschenkaktion teilzunehmen.